Erste Szene aus der vierten Minute. Deutschland in weißen Trikots im Drittel des Gegners. Scheibenverlust und ab ging's für den Underdog Japan. Christoph Schubert kann Chris Jules nur mit dem Stock hakend bremsen. 2 Minuten Zeitstrafe zu Recht verhängt. Ganz selten, dass die Gegner schneller waren als die Deutschen. Das erste Unterzahlspiel für die jungen Wilden von Hans Zach. Makoto Kawashima, die Nummer 6, mit dem Versuch ins deutsche Abwehrdrittel einzudringen, ein Powerplay aufzuziehen. Doch das lief nicht richtig gut. Puckverlust, Blitzkonter vom Olympia-5. Len Soscho im 2:1 Überzahlspiel. Und Andreas Morcinets. Die Führung 1:0 für Germany. Das erste WM-Tor für den 24-Jährigen aus Augsburg. Klasse vorbereitet von Hannoveraner Len Soscho, eiskalt direkt verwandelt. Gelungener WM-Auftakt von Morcinets fürs deutsche Team. Das Ganze auch noch in Unterzahl. Kurz Luft geholt und weiter geht's mit Schwung im ersten Drittel. Die Japaner vergaßen sich selbst, die gute Laune zu organisieren. Nach diesem harmlosen Halten gab es 2 Strafminuten für die Roten und das erste Überzahlspiel für Zachs Team. Japan im Scheibenbesitz, Befreiungsschlag nicht wirklich befreiend. Der Druck sofort wieder in der Abwehr im eigenen Drittel. Tobias Abstreiter. Und 2:0, Dennis Seidenberg. Das Tor in Überzahl. Das Ganze nach 8 Spielminuten zum Leidwesen von Goalie Jiro Igor Nihai. Kräftige und prächtige Vorarbeit vom Kassel Husky Tobias Abstreiter und der junge Mann mit Grüßen an die NHL, da möchte er hin, Dennis Seidenberg. Als die Fans sich gut warm getrommelt hatten, mussten ihre Lieblinge eine knifflige Situation überstehen. Soscho und Seidenberg saßen auf der Strafbank 5 gegen 3 auf dem Eis zugunsten Japans. Asiatisches Überzahlspiel führte zur ersten Bewährungsprobe für Torwart Marc Seliger. Und das gleich 2-mal. Nichts passiert, die Führung gehalten bis in die erste Pause. Im Mitteldrittel lief's weiter wie am Schnürchen. Die Jungs im weißen Dress jetzt von links nach rechts. Der Weg führte ständig ins Verteidigungsdrittel der Japaner. Die Hauptrichtung zu Beginn des Mitteldrittels. So sah sie aus. Boris Blank, Wayne Heinz, Lewandowski, Boris Blank, 3:0, einfach eben mal so erzielt. Das erste WM-Tor auch für Boris Blank, 23 Jahre alt, ein Eisbär in Berlin. Die Aktion sicher schön anzuschauen, allein Japans Torhüter Jiro Igor Nihai nicht im Bilde. Puck nach vorne abgeprallt, Blank reagierte blitzschnell. Japan danach direkt wieder mit einem Spieler auf der Strafbank, was den Gegner freute. Powerplay made in Germany. Stefan Ustorf, die Nummer 21, jetzt an der Scheibe. Er überlegte, unbedrängt, was geht denn hier ab? Na, dann hau ich einfach drauf. 4:0 und auch hier erschien der Handgelenkschuss dankbar haltbar. Wir schauen es uns an in der Zeitlupe. Ustorf ganz alleine und der Puck reingetrudelt. Japan reagierte, ein neuer Mann im Tor. Naoya Kikuchi von den Saibu Bears aus Tokio. So, und jetzt hingeschaut und genossen. Eine Szene mit Seltenheitswert. Japan offensiv und offensiver bis hin zum offensivsten, was es so gibt. Dem 1:4, dem ersten Tor durch Chris Jule. Ganz Japan jubelte. Von einem Anschlusstreffer zu sprechen, hier zu früh. Unaufmerksam waren sie halt, die deutlich Führenden. Chris Jule fand's gut. Aus Seltenheit wurde Gewohnheit. Japan in Scheibenbesitz und ab nach vorn. Dazu der Fehler hier von Martin Reichel. Das 2:4 aus Japans Sicht. Takahito Suzuki vom Meister Kokudo Yokohama. Er machte das Match wieder spannend. Den Konzentrationshänger der Deutschen 2-mal genutzt. Der Anschluss war fast hergestellt nach der Hälfte des Spiels.
Und wenn Bundestrainer Hans Zach so guckt, dann weiß man, in ihm brodelt's. Wer kennt Hans Zach besser als die Spieler und seine Frau? Kaum einer. Im Gegensatz zur Frau konnten die Spieler Zachs Stimmung schnell verbessern. Gut 11 Minuten waren gespielt. Jan Bender Nummer 83 an der blauen Linie. Einfach mal vors Tor und drin war er. 5:2. Es lief wieder. Der Weg zum Ziel schien über Japans Torhüter zu laufen. Auf sicher mal drauf, auf den Kasten und dann fröhlich den Abpraller verwandeln. Len Soshō, ein Skorpion aus Hannover war's. Japan wirkte im Mitteldrittel nicht wirklich wie der erwartet schwere Gegner. Die Nummer 55, Boris Blank, entschied sich gegen den Pass für das 6:2. Tor. Im Duell 2 gegen 1 Boris Blank, der Sieger, sein zweiter Treffer. Tolles Spiel vom Berliner Eisbär. Japan reagierte, griff an, schoss und spielte unfair. Verbotener Bandencheck mit Folgen, insgesamt 14 Strafminuten für den Übeltäter Kiyoshi Fujita. Der gefaulte Stefan Ustorf, Nummer 21, bekam auch 2 Minuten Pause verordnet, obwohl der sich wirklich kaum wehrte. Nach der einzigen Mini-Rangelei des insgesamt fairen WM-Auftakts sportlich der nächste Angriff, den man so ganz gerne sieht. Jan Bender. Und fast wie im Trainingsspielchen, klack, da war er wieder drin. Das 7:2 mit dem Torschützen Klaus Katan. Im DEL-Leben ein Husky in Kassel. Morcinetz, der direkte Vorbereiter, und mit Katan traf der dritte Stürmer der ersten Sturmreihe. Effektiv, wie unser Team sich präsentierte. Es lag so ein gewisser Geruch von Schützenfest in der Luft. Die Überlegenheit in allen Bereichen deutlich erkennbar, ob an der Bande oder vor dem Tor. Boris Blank traf nur den Pfosten. Japan noch ohne Sieg bei einer Weltmeisterschaft, hoffnungslos überfordert. Boris Blank mit der letzten Aktion im Mitteldrittel. Die Fans des deutschen Teams längst in Feierlaune. Jetzt zweistellig gewinnen, der Wunsch, nicht mehr einfach nur siegen. Also Schlussdrittel, Deutschland-Japan 7:2 der Spielstand. Überzahlspiel der Weißen. Japan wieder komplett. Andreas Morcinetz, gefault und doch gepasst. Len Soshō, das 8:2 fair passt. Gegenwehr gab's keine mehr. Der Chef Hans Zach noch lange nicht zufrieden. Den Frohsinn zeigt er selten. Hart arbeiten sein Lebensmotto. Auf dem Eis wurde das brav umgesetzt. Spielaufbau vom Feinsten inklusive sportlichem Höhepunkt des Tages hingeschaut. Andreas Morcinetz. 49. Minute, 8:2, der Spaß schien endlos. Morcinetz auch mit seinem zweiten Treffer in diesem Spiel. Oshiro, hier die erste Slalom-Möglichkeit und genauso erging es Goalie Kikuchi. Es war echt nichts los mit Japans Abwehr. Morcinetz, einer der ganz Großen auf dem Weg zum Auftaktsieg. Der Fan als solcher feiert gerne mit, wenn es was zu feiern gibt. Also auf zur nächsten Etappe Richtung zweistelliges Ergebnis. Das x-te Überzahlspiel für Deutschland, die nächste Chance, Spielaufbau à la carte zu präsentieren. Japan nur zurückhaltend. Alle Zeit für den nächsten K.O.-Schlag. Christian Ehrhoff Nummer 10 und die 49, Klaus Katan. Katan der Letzte am Puck vor dem 9:2. Das 10. Tor fiel nicht mehr, aber der wichtige Schritt Richtung nächste Runde war vollbracht. Der Fan als solcher marschierte ganz gewaltig Richtung Siegesparty in Jönköping. Bolognese auf den Rängen. Die Spieler waren ebenfalls zufrieden mit dem 9:2 gegen Japan. Verdienter, deutlicher Erfolg. Wie ging es dem Chef? Wie sah es bei ihm denn so aus mit der Zufriedenheit?